Ich freue mich auf das Treffen der G7-Finanzminister und Notenbankgouverneure in der sächsischen Landeshauptstadt. Ich werde es zusammen mit dem Präsidenten der Bundesbank ausrichten. Diese Tagung ist Teil der deutschen G7-Präsidentschaft. Die steht unter dem Motto »An morgen denken, gemeinsam handeln«. Dieses Motto passt gut zu unserem Finanzgipfel in Dresden. Es passt auch zum besonderen Charakter dieser Stadt. Sie steht ja wie kaum eine andere für den erfolgreichen Neuaufbau und für den Strukturwandel im wiedervereinten Deutschland, ein symbolträchtiger Ort. Und so können wir gut im Kreis der G7 über die Stärkung der Weltwirtschaft nach der Finanzkrise, unsere gemeinsame Verantwortung und unsere weitere Zusammenarbeit in Dresden beraten. Zum ersten Mal bei einem solchen G7-Treffen setzen wir uns, Finanzminister und Notenbankchefs, mit bedeutenden Wirtschaftswissenschaftlern zusammen, um nach der Finanzkrise Bilanz zu ziehen. Nun, wo die Weltwirtschaft sich zu erholen beginnt, wollen wir darüber reden, wie entwickelte Volkswirtschaften nachhaltiges Wachstum erreichen können. Dafür brauchen wir nicht noch mehr Schulden. Dieser Weg hat uns schon oft in die Irre geführt. Was wir brauchen, ist eine gute Mischung aus Investitionen, Reformen und einer Haushaltspolitik, die Vertrauen schafft. Unser Ziel ist Wachstum ohne Neuverschuldung. Weil wir dieses Ziel nur gemeinsam erreichen können, treffen wir uns im Kreis der G7 in Dresden. Als Wertegemeinschaft erfüllen diese wichtigsten Industrienationen wichtige Voraussetzungen, um gemeinsam erfolgreich zu handeln. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und nicht zuletzt Nachhaltigkeit sind unsere gemeinsamen Werte. In Dresden werden wir uns dafür einsetzen, Wachstum für die Generation von heute und morgen zu sichern und damit insbesondere Arbeitsplätze, vor allen Dingen für junge Menschen, durch zukunftsfähige Haushalte ohne neue Schulden. Wir wollen mehr Fairness in der internationalen Steuerpolitik und dazu unsere Kooperation weiter voranbringen. Und wir wollen die Regulierung der Finanzmärkte weiter verbessern. Wir wollen auch unsere Zusammenarbeit in internationalen Organisationen und Foren noch besser koordinieren, nicht zuletzt, um eben die Krisen dieser Welt erfolgreicher meistern zu können. Schon jetzt möchte ich mich bei allen bedanken, die unser Treffen in Dresden ermöglichen. Und vor allen Dingen möchte ich mich bei den Dresdnerinnen und Dresdnern bedanken, die uns in ihrer schönen Stadt willkommen heißen.